Wir von OrgaTV waren für euch zu Besuch in der Käserei Hirztaler in Hirzweil. Die Geschichte der Käserei Hirztaler begann eigentlich damit, dass mein Mann und ich uns 1995 hier in Hirzweiler ein altes, unter Denkmalschutz stehendes Bauernhaus gekauft haben. Ja, und dort natürlich dann auch ein Kuhstall war und wir uns entschieden haben, alte Haustierrassen, die vom Aussterben bedroht sind, zu züchten. Und als die erste Kuh bei uns im Stall stand, kam der dahingesagte Satz: Jetzt haben wir eine Kuh, jetzt haben wir Milch, jetzt könnten wir eigentlich unseren eigenen Käse machen. Und dass wir gerne Käse essen, brauche ich eigentlich nicht dazu zu sagen. Ja, und so entstand die Geschichte der Dorf- und Schaukäserei Hirztaler. Bei dem Hexenbergkäse, dessen Herstellung wir gerade beobachten, handelt es sich um einen Hartkäse. Anhand des Käsebruches wird bestimmt, ob der Käse fertig ist. Hierbei werden dessen Größe und Konsistenz berücksichtigt, sowie eine Geschmacksprobe genommen. Wir bekommen die Milch hier aus der Region von kleinen Familienbetrieben und wir bezahlen auch diesen Milchbauern einen fairen Preis, denn jeder soll von seinen Produkten leben können. Da Hartkäse gepresst wird, haben diese Sorten keine Löcher. Im Gegensatz dazu werden Schnittkäsesorten, wie beispielsweise der Ilsitter, nur durch natürlichen Druck gepresst. Dies wird erreicht durch mehrfaches Wenden des Käses. Mit Hilfe einer Schablone wird das Logo der Hirztaler Käserei auf die Oberfläche des Hexenbergkäses gepresst. Nachdem die Käsesorten ihre Form erhalten haben, werden sie gepflegt. Bei dieser Käsepflege wird der Käse jeden Tag geschmiert und gewendet. Dies erfolgt bei Schnittkäse mindestens 4 Wochen und bei Hartkäse mindestens 3 Monate. Das ist unser Leihwieser. Das ist ein Käse, den haben wir in Wachs gezogen. Das heißt, die Reifung wird gestoppt. Das ist ein sehr milder, cremiger Käse. Wir nennen den auch sehr gerne Käse für Einsteiger. Kinder nehmen den sehr gerne. Hier bei dem Hexenberg ist es genau umgekehrt. Das ist der Käse für die Kenner. Der ist also mindestens 3 Monate gereift. Manchmal haben wir aber auch 6 Monate lang im Angebot. Dann wird er schon sehr, sehr kräftig und sehr, sehr würzig, passt also hervorragend zu einem schönen Rotwein.